Wie man sieht, noch hängt hier der 600er. Der kann leider nur 2,4 GHz. Den werden wir natürlich tauschen gegen den 1200 AX. Ja, hi und willkommen hier bei Smart und Praktisch. Ich bin's Marco, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie soll ich anfangen? Du hast bestimmt das gleiche Problem wie ich. An manchen Stellen deiner Wohnung oder deines Hauses hast du einfach schlechten WLAN-Empfang im 2,4 wie auch im 5 GHz-Netz. Das gleiche Problem habe ich auch. Ich wohne im Plattenbau. Ja, da gibt es so verwinkelte Ecken. Gerade zum Beispiel auch bei meinem 3D-Drucker hinten, der funktioniert ja auch über WLAN. Also der kriegt dann die Dateien direkt übers WLAN übermittelt. Und der steht halt ein bisschen abseits. Und das Problem ist, WLAN ist da nicht das Beste. Es gibt auch noch andere Ecken in der Wohnung oder selbst einfach nur im Bad. Ist halt alles Stahlbeton. Der fängt halt viel von den Wellen ab. Ist halt kein Holzhaus wie in Amerika. Was soll ich euch sagen? Das Problem habe ich probiert zu beseitigen. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich tun? Hab dabei ein bisschen im Internet recherchiert und habe herausgefunden, es gibt externe WLAN-Antennen, die man an den Router anschließen kann. In meinem Falle, ich habe eine 6690 von Fritzbox, das ist noch ein sehr neues Modell und habe probiert herauszufinden, wer Antennen für dieses Gerät herstellt, beziehungsweise Umbausets für dieses Gerät herstellt und bin dabei im Internet auf die Firma Frixtender gestoßen. Frixtender bietet externe WLAN-Antennen oder sogar Umbausets für Fritzboxen an und ich habe sie angeschrieben und gefragt, wie es denn mit der 6690 aussieht. Leider konnte man mir zu dieser Box noch kein positives Feedback geben, da sie noch zu neu ist. Dementsprechend musste ich überlegen, was ich mache und bin dabei auf die Idee gekommen, mal nach WLAN-Repeatern zu fragen. Diese gibt es auch von Fritzbox. In dem Falle gibt es da auch den 600er, den 1200 AX. Und wenn man diese mit der Fritzbox koppelt, kann man ein Mesh-System erschaffen. Das ist dann wie ein großes Gitterraster, wo man sozusagen in der Wohnung überall den gleichen WLAN-Empfang haben kann. Und da habe ich, wie gesagt, die Firma Frixtender gefragt, ob man diese umbauen kann. Hab dabei von dem Robin der Firma Frixtender ein positives Feedback bekommen. Und dieser war sogar so nett zu mir, dass er meinte, er schickt mir direkt ein Paket mit einem Umbauset zu und einem passenden 1200 AX, um dir zu zeigen, wie man das alles umbaut und ob es danach dann wirklich einen besseren Empfang bietet. Das alles baue ich jetzt um. Du guckst dabei zu und danach gucken wir, ob es wirklich so viel besser geworden ist wie vorher. Ich kenne meine toten Ecken in der Wohnung oder beziehungsweise schlecht empfangbare Ecken. Und wenn ich da natürlich dann noch einen besseren Empfang habe, bin ich wunschlos glücklich, kann dir das Produkt empfehlen. Die Firma Frixtender, die freut sich natürlich auch dann über euer positives Feedback, wenn ihr es bestellen solltet. Den Link natürlich dazu haue ich unten in die Videobeschreibung. Du kannst dir dann das Kit nachbestellen oder sogar ein Kit für deine Fritzbox, für die älteren Modelle wie die 6660, die 6591, für diese gibt es alles schon Kits. Lediglich für meine neue noch nicht. Dementsprechend greife ich auf die Lösung zurück, bis es irgendwann dann ein größeres System für meine Fritzbox gibt. Und dann werde ich diese wahrscheinlich auch noch umbauen. Das aber vielleicht in einem anderen Video. So, da sind wir nun. Jetzt gucken wir mal, was in dem Paket alles für uns bereitsteht. Dementsprechend öffnen wir es mal. So, dann gucke ich mal, was drin ist, damit du schon mal weißt, was du alles bekommst. In dem Falle den, wenn du den extra bestellst, natürlich auch. Ansonsten bekommst du wahrscheinlich nur dieses Tütchen. Den habe ich natürlich zur Verfügung gestellt bekommen, um dir das zu zeigen, wie es alles umgebaut wird. So, für dich zum Abscannen, damit du genau auch auf Frixtender ihrer Seite landest. Dann gucken wir mal rein, was wir da beide Schönes finden. In dem Falle. Hier sind zweimal die L3 Dualbandantenne. Die ist eigentlich fast das Entscheidendste, weil die kommt später dann an den Repeater außen ran. Dann, was habe ich noch hier Schönes? Bisschen Werkzeug. Das wirst du gleich sehen beim Verschrauben und alles drum und dran. Schnell erklärt wahrscheinlich. Dann habe ich hier noch bei Murata-Kabel mit dem passenden Anschlusswerkzeug. Fokus. Ja, das wird man wahrscheinlich dann gleich besser sehen, wenn ich dann wirklich baue. Da ist es. Das ist wichtig, um diese kleinen Kontakte hier wirklich sauber aufs Mainboard zu bringen. Und in Kunstharz gegossen
mit einem 3D-Drucker 4 kleine Teile, wenn der Fokus, wie gesagt, mitspielt. Jetzt, die sind hier drin, plus 4 extra Schrauben, weil das ganze Gehäuse natürlich etwas dicker wird. Gut, fange ich an zu bauen und du guckst zu und lernst. Als erstes packe ich jetzt den AX aus, dazu einfach den Aufkleber lösen. Und dann kann man den schon öffnen. Da ist ja an sich nicht viel drin. Eine kleine Anleitung, Karton und das Gerät selber. Er ist ein Stück größer als mein jetziger 600er, was ja logisch ist. Und noch ein ganz normales LAN-Kabel, aber das brauchen wir nicht. Entsprechend, das kann alles zur Seite. Wir befassen uns mit dem Kollegen. Den drehen wir einfach um. Nehmen wir mal eine Halterung. Schutzfolie schön, damit er geschützt ist. Wenn wir hier arbeiten, ganz praktisch. Also nehme ich mir als erstes jetzt den Schraubendreher in Größe T6. Schraube die 4 Schrauben jetzt hier lose und hebel damit den ganzen Deckel ab. Nochmal ganz wichtig für dich, solltest du keine Ahnung von Strom haben, lass es bitte sein. Das Gerät kommt nachher wieder in die ganz normale 220 Volt Steckdose. Bevor es Probleme gibt und du keine Ahnung davon hast, mach's bitte nicht, sondern lass jemanden ran, der ein bisschen davon Ahnung hat. In dem Falle, ich habe die Ahnung, ich mach's einfach für mich und ich weiß, dass ich es kann. Also fange ich einfach mal an. Ich schraube einfach die 4 Schrauben lose. Und hebe dann den Deckel ab. Die beiden Kontakte, ganz wichtig, sind nachher genauso wieder aufzubauen mit den beiden Kontakten. Wie man sieht, es sind die beiden, die sind wichtig, um nachher den Strom wieder an die Platine zu übertragen. Die Schrauben, die brauchen wir nicht mehr. Dementsprechend können wir die alle 4 rausnehmen. Dafür gibt es nachher längere Schrauben. Den Deckel legen wir einfach zur Seite. Jetzt heben wir den ganzen Koloss einmal ab und drehen ihn einfach nur um. Das Teil legen wir auch erstmal zur Seite. Für uns sind jetzt nur 2 Sachen wichtig. Der kleine Kontakt und der kleine Kontakt. Da werden die Antennen angeschlossen, beziehungsweise nicht die Antennen, sondern die Morata-Anschlüsse. Dazu hole ich mir das restliche Werkzeug raus. Hole mir die 2 Murata-Kabel raus, beziehungsweise erstmal 1 und das kleine Hebelwerkzeug. Jetzt muss der kleine Pin da muss aufs Mainboard. Außerdem sind hier noch auf den Teilen solche ein Klebepad. Man sieht hier, Klebepad, Plastikabdeckung. Die liegen jetzt zur Seite. Dann legt man den hier auf. Und nimmt das Werkzeug und drückt ihn fest, bis man ein Klicken hört. Man sieht, ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Liegt es jetzt bündig an? Dann nimmt man den hier und drückt nochmal hier zwischen den Kleber richtig fest. 3-4 Sekunden einfach kräftig drücken. Und dann ist er auch schon fest und der Kontakt ist hergestellt. Das gleiche macht man jetzt nochmal auf der anderen Seite. In dem Falle dann an dem.
Das mache ich jetzt mal schnell. So, nachdem ich jetzt den zweiten hier auch angebracht und Teil festgedrückt habe, seht ihr, die halten wunderbar, fallen auch nicht mehr ab, kleben ja auch jetzt mit den Klebepads auf dem Mainboard. Das sind übrigens die zwei Hauptantennen, also die hier und die hier. Das sind die normalen Antennen und durch diese Kabel, wie gesagt, erweitern wir das Signal und damit automatisch auch den Empfang überall an vielen Positionen, wo wir in der Wohnung halt Empfang brauchen. Das Teil können wir zur Seite legen, werden wir nicht mehr brauchen. Als nächstes packen wir die Tüte aus. Darin enthalten sind die vier Schrauben, die brauchen wir erst nachher. Hier noch der Knopf, der kommt nachher hier rauf gesteckt. Den muss ich ja logischerweise verlängern, weil wir doppeln ja ein bisschen hier auf mit den Teilen. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier mehrere Bauteile. Anfangen tue ich mit dem Teil mit dem Frickständer-Aufschrift. Lege ich einfach hier so drauf. Erstmal, hier ist der Knopf, ganz wichtig. Dann haben wir hier das Teil für unten. Das brauche ich gleich. Jetzt nehme ich mir erstmal den. Mal selber gucken. Das Kabel muss nämlich hier rüber. So, dann schraube ich mal erstmal die kleine Rändelmutter hier ab. Plus diese Unterlegscheibe. Nehmen wir das Bauteil, führe es hier durch. Hier hinten ist schon ein Sechskantgewinde in dem Bauteil drin. Da führe ich einfach nur das Kabel ein. Am besten so, dass es sauber drin liegt. Stecke es rein, lege die kleine Unterlegmutter wieder auf und danach die richtige Rändelmutter. Sie handfest an. Nehme mir einen der Sechskantschlüssel. Ziehe das alles aber wirklich nur handfest an. Muss nicht bombenfest sein, weil es ist immer nur noch Kunstharz. Aber mehr als handfest braucht man es auch nicht anschließen. Das habe ich auf der einen Seite. Dann nehme ich mir die andere Seite. Mache das gleiche nochmal. Dann baue ich das Teil hier wieder rauf. Halt alles ein bisschen sehr frickelig, aber sollte für jeden machbar sein. Den da. Den da. Und natürlich nicht den am LAN-Port vergessen. Der kommt wieder so rum. Kunstharzteile passen wirklich sehr genau. Muss ich feststellen. Und dadurch, dass ich noch selber keinen Kunstharzdrucker habe, bin ich davon sehr überrascht. Wird wahrscheinlich meine nächste Anschaffung werden. So, jetzt nehmen wir uns den Deckel. Gucken wir. Der Knopf muss eigentlich nur hier reingesteckt werden. Der hat hier eine kleine Öffnung. Der wird hier nur rüber gestülpt. Der ist dafür da, dass er die Verlängerung herstellt. Dann drehe ich den Deckel um. Lege ihn hier durch die Öffnung sauber auf. Gucke, dass die Seiten alle wunderbar passen und reingehen. Das rastet alles wunderbar ein. Klick, klack. Und man sieht rundherum, sieht gut aus. Kann ich ihn umdrehen, nehme mir wieder den Deckel, gucke jetzt wieder, dass ich ihn richtig rum anbaue. Wir haben vorhin angefangen, dass das unten war. Man erkennt es auch anhand des LAN-Ports, dass das unten ist. Da gehört auch wieder der Schriftzug hin. Wir legen den Deckel einfach wieder auf, nehmen uns die verlängerten Schrauben.
In dem Falle sind das jetzt Schlitzschrauben. Und dafür brauchen wir jetzt auch einen anderen Schraubendreher. Den hole ich schnell. Und nachdem die Schrauben drin sind, schrauben wir natürlich wie beim Auto auch immer schön über Kreuz und erstmal nur leicht handfest. So. Weil es sind halt Kunstharzteile. Wir wollen ja nichts kaputt machen. So, alles verschraubt. Der Knopf funktioniert noch. Sollte er mal nicht funktionieren, müsst ihr ihn ein bisschen hin und her, also die Decke nochmal abmachen, den Knopf ein bisschen hin und her bewegen, wieder raufstecken. Meistens klappt es dann. Wenn alles richtig verschraubt ist, sieht man, liegt der Deckel über den Schrauben. Dann sieht man auch schön, wie alles bündig verschlossen ist. Hier schön auch nochmal auf Extender. Mal schön zu sehen hier auch nochmal. Alles liegt sauber über dem Deckel. Kanten sind sehr schön. Also Gussharzteile sind echt was Schönes. Gut, die Aussparung, die ist natürlich jetzt ein bisschen nach oben gewandert. Logischerweise durch die Aufdopplung, aber sieht optisch wahrscheinlich nachher gar keiner. Und auch hier, nochmal. Alles wunderbar. Nächstes baue ich jetzt die Antennen an. Dazu hole ich sie erstmal her. Man sieht hier die guten L3 Dualband 2,45 GHz Antennen. Die packe ich jetzt aus. Dann braucht man sie ja bloß noch andrehen. Und das war es ja eigentlich schon alles gewesen. Also einfach nur anschrauben. Immer mit Bedacht. Handfest reicht vollkommen aus. Dann kann man sie auch schon dann nachher einstellen, wie man sie braucht. Das gleiche mache ich jetzt mit der anderen Seite. Also auch die packe ich jetzt einfach aus. Schraub sie einfach an. Eigentlich ganz schnell gelöst. Denkt dran, jetzt natürlich in die andere Richtung drehen. Und dann kann ich sie auch schon mir ausrichten, wie ich sie haben möchte. In meine Steckdose stecken und dann den Internetempfang einfach wahrscheinlich, wir hoffen es, ich werde es testen, bedeutend verbessern. So, dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Der Kleine kommt raus. Man sieht einen dezenten Unterschied. Und der Große kommt rein. Und dann Lampe leuchtet, Antenne lasse ich erstmal so. Und dann gucke ich mal, ob besser wird. Und der Empfang mich auch, wie soll man sagen, überzeugen kann. Also ab zum Rechner, einrichten und gucken. Und wie man jetzt eindeutig sieht, nach der Einrichtung des Repeaters, sowohl mit als auch ohne Antennen, hat sich meines Erachtens nach der Empfang schon gut verbessert. Man sieht auch anhand meiner dokumentierten Daten, dass halt an manchen Stellen die Fritzbox generell bevorzugt wurde. Und man sieht auch, wo ich die Fritzbox platziert habe und wo ich den Repeater platziert habe. Also recht zentral beide Geräte, dass die Wohnung einen guten Ausgleichspunkt hat, dass alle Bereiche in der Wohnung gut erfasst werden und die Fritzbox bzw. der Repeater springen dann auch an den Stellen, wo ich es brauche, gut hin und her. Ja, also mein Empfang hat sich deutlich verbessert, würde ich sagen. Gerade an manchen Stellen wie im Bad oder in der Küche bin ich der Meinung, habe ich schon gute Verbesserungen da, die mir viel bringen. Und auch nochmal einen dicken Dank an Robin und Frextender, die mir die Möglichkeit gegeben haben, das dir zeigen zu dürfen, wie man das alles umbaut. Und ich auch, ja, wie soll man sagen, meine Wohnung bedeutend besser ausstatten kann mit WLAN, um auch meine Smart Home Geräte effizienter und besser zu erreichen und zu benutzen. So, der Umbau, der ging flott. Du hast es gesehen, das kleine bisschen, das schaffst auch du. Das Einstecken in die Steckdose und die Antennen ausrichten, das geht genauso flott. Der Empfang hat sich meines Erachtens nach deutlich verbessert. Wenn dir das gefallen hat, kannst du gerne auch so ein Set kaufen. Robin ist da bestimmt auch, genauso wie die anderen Kollegen von Frextender, sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, dir zu erklären, was für dein System bzw. für deine Fritzbox oder auch dein Repeater das Beste ist. Die Preise sind sehr angenehm. Der Empfang ist deutlich besser geworden, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich habe es gemerkt und dementsprechend kann ich es dir nur empfehlen. Ich bin glücklich. Du bist das bestimmt auch. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.